Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde 7 Days to Die. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Sehr schön, wir sind bei Judy Witch und es ist eine Vierer-Quest. Ein Tier 4 hat er uns gegeben. Und wir haben hier ein paar Kürbispflanzen, die brauchen wir aktuell nicht. Mal schauen, ob wir noch was, irgendwas hier rumstehen, sehen, was wir ad hoc looten können, bevor wir reingehen. Das heißt, es wird sehr, sehr spaßig für uns, weil das ist unsere erste Vierer-Quest. Und die wird bestimmt nicht so trivial werden, wie ich mir das vorstelle. Deswegen gut, dass ich von vorne anfange. Ich weiß natürlich nicht, ob wir im Endeffekt ganz von vorne anfangen. Also wie lange wir brauchen, das wollte ich damit sagen. Ob wir jetzt eine Dreiviertelstunde brauchen. Also wenn wir über die 40 Minuten rausgehen, dann werde ich wieder einen Schnitt machen. Und sobald wir unten drunter sind, dann passt es. Ich denke, wir haben jetzt alles hier gelootet. Da geht's in den Keller. Gut, habe ich hier alles leer. Die Lappen brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Den Mod schmeißen wir da vorne rein. Dann setze ich das Ganze zurück. Und dann würde ich sagen... Ach, hier liegt noch... das hätte ich verkaufen können. Ich helfe. Egal. Gut. Sehr schön. Unsere erste Quest. Ich bin gespannt. So. Tum-tum, auf geht's. Das machen wir später, wenn wir rauskommen. Es ist Gott sei Dank Tag. Ich nehme gleich die richtige Waume. Denn ich weiß nicht, wo die Reise hingeht hier. Ob hier... Oh, sind so viele Pilze. Ja, die sind schon schneller, muss ich wirklich sagen. Die sind schon echt schneller. Was habe ich hier? Wie kann ich die abbauen? Ich denke, mit der Axt kann ich die abbauen, oder? Pilze. Eine schöne Pilzfarm. Da haben wir noch eine Chemiestation. Ja, also ich glaube, es geht, oder? So, was haben wir hier noch? Das haben wir alles abgebaut. Das haben wir abgebaut. Ich sag, die Pilze würde ich jetzt einfach mal mitnehmen, pauschal. Ich denke, das ist gar nicht schlecht, wenn man ein paar Pilze hat. Da kann man auch was Pilziges essen. Eine schöne Chemiestation. Gibt immer ein kleines bisschen was. Hier gibt es was zum Abbauen. Ich würde gerne mal das abbauen, gucken, was es hier gibt. Okay, das gibt das hier. Was gibt das hier? Okay, gut. Egal. Sehr schön. Also es ist schon von vornherein ein bisschen härter, muss ich sagen. Also bis gleich kamen ein paar mehr. Ich bin ja froh, dass ich hier die schöne Wumme habe. Oh, was haben wir hier? Nicht jetzt? Ein bisschen enttäuschend, hä? Den lasse ich mal aktuell. Was habe ich denn hier noch? Was habe ich gerade drin? Wie gesagt, die schmeiße ich raus. Die Baumwolle. Was waren jetzt Stoffzellen, ja? Stoff, Baumwolle. Das schmeißt mal raus, wenn man es nicht mehr brauchen kann. Halt, hier. Ah, ist leer. Habe ich schon gelootet. Hier geht's raus. Gammelfleisch. Gammelfleisch. Kochbuch. Weizengrieß. Kochbuch. Was zu essen. Was zu essen. Was zu essen. Ein Kaffee habe ich auch. Gut, dann bauen wir wieder ab. Aber nein. So, was haben wir denn? Also die lesen wir. Okay, den essen wir.
Dann trinken wir zweimal Wasser. Das sollte reichen. Die zerlegen wir. Den schmeißen wir weg. Die Lappen schmeißen wir weg. Okay, und die bauen wir ab. Ah, da war was drin. Oh Mist. Dann habe ich es kaputt gemacht. Ja, komm vor. Meine Nase kommt vor. Was soll ich machen? Ist jetzt, wie es ist. Gut. Was habe ich hier? Stühle, habe ich gesagt, nehme ich mit. Pflanzen lasse ich da. Habe ich so viele davon aktuell. So, Stoff brauche ich jetzt auch keinen. Stühle nehmen wir mit. Bücher? Bücher. Ah, Knüppel, Sammelwerkzeug und Kältemod. Wir haben zum Beispiel den Kältemod, jetzt haben wir ihn richtig. Ich wechsle kurz mal in die Ebene. Den Stuhl lasse ich jetzt mal da. Das ist jetzt alles halb so wild, halb so wichtig. So. Ich hätte auch aufmachen können, da vorne eigentlich. Pass auf, wir machen das so. Ich habe ja Holz. Und würde hier unten einfach schnell eine Kiste hinbauen. Und wie immer, damit wir bei der Kiste dann sagen können, wir können da was reinlagern. Denn ich bin hier schon wieder voll. Halt. Der bleibt da. Der bleibt da. Geld schmeißen wir rein. Das da schmeißen wir rein. Und dann geht's wieder rein in die gute Stube. Hallöchen. Ich bin zurück. Wer noch? Hier ist der. Okay, da kann man den mitnehmen. Ui, was ist das denn hier? Ein Baumhaus. Ui, das ist ja interessant. So, Kleidung. Haben wir was dabei? Schuhe haben wir dabei. Das ist ein komischer Stuhl. Wie gesagt, den Moment brauche ich denn nicht mehr. Dann gucken wir mal hier in den Waschschrank rein. Was haben wir hier? Nägel, Knochen. Ein Kochtopf. Papier. Was haben wir her? Papier kann weg. Knochen kann weg. Den Kochtopf können wir dann später einschmelzen. Da bringt er noch ein bisschen mehr. So, da kam der eine Kollege raus. Brille, was haben wir da noch? Was kann die Brille? Standhaftigkeit, okay. Mhm. Spiegel. Ein Spiegel am Bett, sehr schön. Rohr. Ich habe volles Rohr. Ne, das ist einfach nur ein Block. Das ist einfach nur ein Block. Das ist ein Block. Ich bin Sven. So, hier geht's hoch. So, wir nehmen den mal mit. Den Stuhl können wir zerlegen, haben wir gesagt. Da ist noch ein bisschen Müll. Hier geht's rüber, sehr schön. Das ist ein 1000er Block, bringt uns also nichts. Was habe ich hier? Den kann weg, habe ich gesagt.
Okay, Jump and Run. Probieren wir es mal. So kann man das abbauen. Nee, das können wir nicht abbauen. Das können wir abbauen. Also man kann ja alles abbauen, ich weiß. Okay. Das war knapp. Uiuiui, das war knapp. Okay. Ich hab mir das Bein gebrochen. Nein. Oh Mann, ich hab mir das Bein gebrochen. Scheibenhonig. Ich hab doch hier die Krücke, oder? Wie heißt das Ding? Oh, wie heißt denn das Ding? Verband. Hier, Schiene. Ich habe natürlich nichts dabei, ne? Ich habe natürlich das, den Stoff vergessen. Oh Mann. Er fängt ja schon gut an. Jetzt bin ich natürlich total lame, ja? Und gerade in einem Vierer-Quest finde ich das total uncool. Schön, nehmen wir mit. Das ist verschlossen. Echt jetzt? Da ist der Generator. Da gibt es bestimmt irgendwo Stoff. In sich, würde ich sagen. So, ich brauche Stoff. Kleber habe ich irgendwo. Stoff, jetzt gib mir doch einfach Stoff. Weißt du, jetzt brauche ich Stoff, jetzt kriege ich keinen wieder. Das war ja wieder klar, oder? Ah. Ich schmeiße den ganzen Tag den Stoff weg und jetzt habe ich keinen Stoff. So, Arbeitsstation, das haben wir. Holz können wir zerlegen. Holz haben wir. Schiene. Weil das kann ich jetzt nicht nutzen hier. Das bringt mir jetzt gar nichts. Benutzen. Das macht bloß den hier heile, aber den. Die Schiene. Schiene. Ich brauche Stoff, Klebeband. Klebeband kann ich selber herstellen mit. Mit Leim. Ja, was habe ich nicht dabei? Leim. Ja, es ist ja klar. Du hast wieder... Oh Mann. Verschlossen. Verschlossen. Da war ich gerade dran. Da geht's dann hier hoch wahrscheinlich. Wie kann ich denn da runterfallen? Jetzt mal ohne Blödsinn. Was ist das hier? Das waren, glaube ich, die... Genau, Knochen und Papier. Die Sachen, die ich nicht brauche. Andere Seite. Meine Nase. Aber ich könnte, warte mal, ich kann da hier bestimmt die... Kriegt da bestimmt irgendwo Stoff her, oder? Da ist Stoff, sehr schön. Da liegt ein bisschen Munition, nehmen wir mit. 44er. Ein Stein.
Was habe ich an Stoff? Eins. Eins reicht halt nicht. Ich brauche 10. Die ganze Zeit habe ich... Ja, das ist doch... Oh Mann. War ja klar, ja. Da gibt es keinen Stoff. Hier gibt es bloß Plastik und Papier. Na ja, gut, okay. Dann... Sag mal her. Papier kann weg. Brauche auf jeden Fall Stoff. Es tut mir leid, dass wir jetzt ein bisschen langsamer unterwegs sind. Sobald ich Stoff habe, kann ich und Leim, dann werde ich mir eine Schiene bauen. Die ist verschlossen, die Tür. Dass ich da runterstürze, ja? Hätte ich 5000 Kohle dabei, wäre es nicht passiert. Ja, meine Freunde. Erscheine bei meinem Rucksack. Achso, ja, da. Super. Super hast du das gemacht. Die Quest haben wir verloren. Oh Mann. Und warum? Weil ich runtergestürzt bin. Na, da komme ich natürlich nicht hin. Da ist zu. Den nehmen wir vorsichtshalber mit. Die nehmen wir mit. Meine Nase. Den nehmen wir mit. Weil dann weiß ich, dass ich nicht kaputt gehe, wenn ich gleich wieder runterstürze. Oh Mann. Jetzt hoffe ich nur, dass da nicht die ganzen Monster sind. war ja klar. Ah, war ja klar. Shit. Oh Mann, das ist doch nicht dein Ernst. Och komm. Die Baublöcke habe ich auch dabei, ja? Oh. Ja, die Baublöcke habe ich auch dabei. Aber ich kann mir schnell welche bauen. Dann machen wir Trick 17 und arbeiten uns einfach hoch. Ist jetzt nicht die feine Art, aber ich denke, das ist genehm. Ja, so ein Ei, bin Honig. Nein, du bleibst da. Wo willst du hin? Ich habe gesagt, hier, da rein. Zack. Ah, ja, super. Ja, nee, ist klar. Nee, das ist das Falsche. Nein. So, dann baue ich noch 2 Stück. Oder 3 oder 4. So funktioniert's. So, jetzt. So, ich habe Geld dabei. Ja. Meine Nase. Ich habe auch gar keine.
hoffe, hier habe ich keine Gegner jetzt. Ich hab's nicht geschafft. Das ist doch bitter. Und ich war so weit. Bestimmt war das die Endwelle. Das war bestimmt die Endwelle. Das war bestimmt die Endwelle. Würde ich fast behaupten, dass es die Endwelle war. Oh Mann. Ja, natürlich. Da war's. Da war's. Oh Mann. Aber der Loot ist noch da. Die Endwelle. Da wäre ich rausgekommen. Das ist doch total bescheiden. Oh Mann. Ich finde das kacke. Darf ich das sagen? Ja, das darf ich sagen. Oh Mann, es war so weit durch. Es hätte super Punkte gegeben. Ach, ich hab's geschafft. Ich bin gestorben, nachdem ich sie platt gemacht hatte. Oh, da hatte ich Glück. Leute, hatte ich Glück. Hatte ich echt Dusel. Ich habe keinen Platz. Der kann weg. Der kann weg. Hatte ich Dusel. Ich hatte wirklich Dusel, oder? Jetzt mal ohne Blödsinn. So, das kann weg. Stein kann weg. Das nehmen wir mit. Ich hatte so ein Dusel. Glück in Unglück. Oh Mann, das war... Die haben mich jetzt wirklich... Das war jetzt krass. Und ich hatte Gott sei Dank, glaube ich, auch den... lass mich kurz mal gucken. Hatte ich hier den... Nee, hatte ich nicht. Ich habe ihn rausgenommen. Oh, ich habe ihn raus... Deswegen... Oh, und eine Schatzkarte. So, pass auf. Den haben wir schon. Lehm kann weg. Der kann weg. Harter Kerl, Sonnenbrille. So, den nehme ich auf jeden Fall mit. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Silber auch. Warte mal. Ich kann da bestimmt hier... Er bringt nur nichts. Haben wir schon. Lass mich kurz mal schauen. Was habe ich denn noch? Irgendwo, was ich... Irgendwas... Zerbrochenes Glas. Hopfen. Zement. Was habe ich denn? Ich kann doch rausgehen, nochmal reinkommen. Komm, ich gehe nochmal raus und komme nochmal rein. So, wo war die Kiste? Die Kiste war da, ne? Da war die Kiste. Ja, ich kann nochmal reinkommen. Ich bin da schon durch. Noch irgendjemand ohne? Nein. Ja, cooles Level, muss ich sagen, ja. Es hat mir Spaß gemacht. Gott sei Dank habe ich das, also, da muss man echt, also, da habe ich echt Dusel gehabt, meine Freunde. Ohne Blödsinn. Da habe ich echt Dusel gehabt. Wirklich Dusel gehabt. Sehr schön. Gut, guck mal an. Oi, 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 oi. Wir nehmen alles mit, was wir können. Und dann lade ich ein bisschen was ins Fahrrad. Was habe ich gesagt? Lade ich ins Fahrrad. Ich lade ein bisschen was ins Fahrrad. Kann es sein, dass ich mich gerade selber auf den Arm nehme? Ich lade ein bisschen was ins Fahrrad. Jaha, ja. Weiß nicht, ob man die stacken kann. Habe ich noch irgendwas? Nee. Ach, guck mal, der Pistole hier. Die kann ich zerlegen. Nehme ich Gleis damit. Kann ich zerlegen, klar. 40. Gut, ja. Halt, ich muss schnell markieren. Hier muss ich hin. Schneller Wegpunkt. Und dann muss doch irgendwo, war doch hier so ein bescheidener. Gut, ich fahre zurück zum Händler. Wir geben gemeinsam ab. Nee, ich fahr, glaube ich, erst zurück. So, meine Freunde. Wir sind beim Händler.
sind bereits gestorben einmal, haben wir ja gesehen. Haben dennoch die Quest abgeschlossen. Well, if you got money, I guess I can. Now that you did the job, I guess you ain't all that damn bad after all. Panzerbrechendes Schrotflintengeschoss. Oh. Kettenmod. Nee, ich würde Stahlspitzhacke. Was habe ich hier? Ich habe hier die. Achso, das ist die Vierer. Ich habe hier die. Nee, brauche ich nicht. Ich würde fast sagen, ich nehme diese Fertigungszeitschriften wieder. Die kann ich immer noch gebrauchen. Und, hast du irgendwelche Aufgaben für mich? Wir sind, wie gesagt, Stufe 4. Befallene beseitigen. Das wäre die. Für die nächste Folge machen wir Befallene beseitigen. Buying Go Groceries. Das heißt, das haben wir jetzt gemacht. Das heißt, bei der nächsten Folge sehen wir uns wieder bei diesem Grocery Store. Ansonsten sehr schön, dass ihr wieder dabei wart. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Ich würde mich immer wieder darüber freuen. Achso, habe ich verkauft? Habe ich wieder nicht verkauft, ja? Nee, ich habe nicht verkauft. Die muss ich verkaufen. Aber wie gesagt, das mache ich jetzt offscreen. Wie gesagt, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Es freut mich immer wieder, wenn ihr auch einen Kommentar da lasst. In diesem Sinne, bis demnächst. Tschüss.